Im Support ist uns aufgefallen, dass einige Fehler sich stetig wiederholen. Und deshalb gibt es heute für euch die Top 5 der Fehlerbehebungen. Hallo liebe Kunomela und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video erklären wir euch die Top 5 Fehlerbehebungen und wir starten gleich mit der Nummer 1. Ich habe keinen Lizenzschlüssel erhalten. Diese Nachricht kriegen wir relativ häufig im Support. Und wir können gleich sagen, bei Kunomail gibt es keinen Lizenzschlüssel. Alle Transaktionen werden im Online-Shop und mit der E-Mail-Adresse des Kunden als einzigartiger Indikator gespeichert. Das heißt, die Registrierungen hängen alle an der E-Mail-Adresse des Kunden. Also wechselt in euer Kunomail. Und geht unter Hilfe auf den Punkt Kunomail aktivieren. Hier könnt ihr eure E-Mail-Adresse eingeben, mit der ihr euren Kauf getätigt habt. Und die Aktivierungs-ID und die Bezeichnung werden automatisch ausgefüllt. Und dann könnt ihr schon die Aktivierung starten. Kommen wir jetzt zur Nummer 2. Ich kann keine E-Mails senden, empfangen, sehen. In eurem Kunomail geht ihr auf Verwaltung und E-Mail-Konten und dann öffnet sich die E-Mail-Kontoverwaltung. Ihr müsst ein neues E-Mail-Konto anlegen und wir empfehlen immer, den Assistent zu benutzen, den Kunomail E-Mail-Konto-Assistent. Hier könnt ihr eure E-Mail-Adresse eingeben, den Kontotyp auswählen. Hier ist es wichtig, dass ihr POP3 und IMAP nicht verwechselt. Und jetzt haben wir ein Ergebnis. Für dein E-Mail-Konto sind die Serverdaten vorhanden. Wir können mit der automatischen Konfiguration fortfahren. Und das machen wir natürlich. Im nächsten Schritt wird der Assistent geschlossen und die Serverdaten in deinem E-Mail-Konto hinterlegt. Die Mailhilfe-Kontoinformationen öffnen sich in einem neuen Browserfenster. Und hier findet ihr die Kunomail-Einstellungen für verschiedene E-Mail-Konten. Falls ihr also Probleme mit der Einrichtung habt, könnt ihr auch hier ganz einfach bei Mailhilfe nachsehen. Denn hier wird alles wunderbar beschrieben. Das sind jetzt die Kontoeinstellungen, die mir ausgegeben wurden. Da ich mein Konto ja schon aktiviert habe, wähle ich das jetzt nochmal aus. Hier sieht man, dass mein Kennwort wieder gesetzt wurde. Ihr wählt natürlich das Kennwort aus, das ihr auch bei eurem Provider verwendet. Falls ihr aktuell euer Passwort verändert habt, müsst ihr das natürlich hier in Kunomail auch verändern. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht. Bevor ihr die Kontoeinstellungen speichert, geht ihr bitte auf den Button Testen. Denn erst wenn der Test erfolgreich war, kann euer Konto aktiviert werden. Also geht auf Testen und dann auf Speichern. Das nächste Thema war, ich sehe mein Konto nicht, obwohl es beim Testen funktioniert hat. Hier sollte eigentlich ein zweites Konto stehen. Und dafür gehe ich wieder in die Verwaltung auf E-Mail-Konto. Und hier habe ich schon meine 3 E-Mail-Konten und das eine wird mir hier nicht angezeigt. Das kann an diesem Häkchen Konto inaktiv liegen. Ihr müsst unbedingt dieses Häkchen rausnehmen, denn sonst wird euer Konto nicht angezeigt. Wenn ihr es wieder entfernt, wird euer Konto wieder angezeigt werden. Und hier kann man gut sehen, dass mein zweites Konto nun wieder sichtbar ist. Kommen wir jetzt zur 3. Ich habe nicht genügend Lizenzen. Auf www.kunomail.de könnt ihr euch eure Lizenz für Kunomail holen. Ihr solltet sicher gehen, dass ihr so viele Lizenzen erworben habt, wie ihr Kunomail auf verschiedenen Computern einsetzen wollt. Ihr benötigt mindestens eine Volllizenz, alles andere können die vergünstigten Zusatzlizenzen sein. Diese findet ihr in unserem Online-Shop. Melde dich hier mit deinen Zugangsdaten an, um deine gekauften Lizenzen in deinem Konto einzusehen.
Dafür gehst du auf Dein Konto. Erst kommt die Bestellübersicht und dann der Lizenzbereich. Hier kannst du deine Lizenzen einsehen und bearbeiten. Deine Aktivierung löschen oder zurücksetzen solltest du, wenn du einen neuen Laptop oder PC hast oder du ein neues Betriebssystem aufgespielt hast. Wähle bitte die entsprechende Lizenzaktivierung, die du zurücksetzen möchtest, aus und bestätige anschließend mit Aktivierung löschen. Um die Lizenz wieder zu aktivieren, gehe bitte in deinem KunoMail in das Menü Hilfe, KunoMail aktivieren. Gib bitte hier die beim Kauf verwendete E-Mail-Adresse ein. Die Bezeichnung kannst du auch hier manuell ändern. Und anschließend kannst du so KunoMail wieder aktivieren. Kommen wir zu Punkt 4. Meine gekauften Shop-Produkte sind nicht sichtbar. Bitte prüfe zunächst, ob du dein Online-Konto bereits mit KunoMail verknüpft hast. Unter dem Punkt Verwaltung, Einstellungen, Online-Konto müssen deine Login-Daten hinterlegt sein. Dann werden deine erworbenen Shop-Produkte automatisch in KunoMail geladen. Die Käufe werden über die verwendete E-Mail-Adresse deinem Online-Konto zugeordnet. Solltest du noch kein Online-Konto besitzen, wurde das Konto automatisch für dich mit der beim Kauf verwendeten E-Mail-Adresse angelegt. Wenn du hierfür noch kein Kennwort hast, kannst du dir dieses hier geben. Wenn die Käufe trotz der Verknüpfung vom Online-Konto und KunoMail nicht vollständig vorhanden sind, führe bitte Folgendes aus. Bitte gehe in deinem KunoMail unter Verwaltung in den Menüpunkt Einstellungen und dann in den Reiter Online-Konto. Hier klickst du bitte auf Lokale Bestellungen löschen und anschließend auf Einstellungen speichern. Starte dann einmal KunoMail neu. Es gibt noch etwas, das du tun kannst. Du kannst auf Hilfe gehen und unter KunoMail bereinigen, Fehlerbehebung. Kommst du auf die KunoMail für Windows Reparatur. Hier ist ein Punkt Shop-Produkte löschen und aktualisieren nach KunoMail Neustart. Diesen Punkt kannst du auswählen. Und dann die Reparatur starten. Jetzt holst du bitte einmal manuell E-Mails über den gleichnamigen Button ab und wartest etwas. Wenn du KunoMail dann neu startest, sollten alle deine Käufe verfügbar sein. Zum Beispiel Briefpapier. GIFs. Oberflächen. Oder Assistenten. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Mein KunoMail ist zu langsam. Für langsame oder ältere Rechner empfehlen wir, folgende Einstellungen in KunoMail vorzunehmen, um die Geschwindigkeit zu optimieren. Geh bitte unter Verwaltung, Einstellungen in die Grundeinstellungen. Hier bitte den Haken bei Animationen auf langsamen Computern kürzen setzen. Bei Verwaltung Einstellungen E-Mail bitte einen kürzeren Zeitraum bei E-Mails ausblenden, die älter sind als auswählen. Die Mails sind nur ausgeblendet und werden zu keiner Zeit beim Provider oder dem lokalen E-Mail-Konto gelöscht. Habt ihr offene Fragen? Falls etwas unklar ist oder ihr uns einen Bericht senden möchtet, dann könnt ihr unter Hilfe Fehlerbericht senden. Hier könnt ihr eine vorhandene Kategorie wählen oder Sonstiges auswählen, wenn das Thema hier nicht aufgeführt ist. In der Fehlerbeschreibung könnt ihr euren eigenen Text schreiben und bitte setzt das Häkchen bei Vorhandene Logdateien senden. Dann könnt ihr uns den Fehlerbericht zukommen lassen. Ihr könnt uns auch unter kontakt@kunomail.de eine E-Mail senden und euer Problem schildern. Firewall, Antivirensoftware oder Webblocker können in seltenen Fällen KunoMail blockieren. Dieses solltet ihr bei Problemen überprüfen.
Und das war's auch schon mit unseren Top 5 Fehlerbehebungen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Kunomil-Team.